Einen wunderschönen guten Abend, liebe Camper. Hier ist jetzt das Video von Frida Mobil, den Einbau der Alarmanlage, die Dronik, von der Vibro 3 SafeLock. Ich habe hier schon ein bisschen angefangen. Ich habe hier schon mal die ganzen Arbeitsplätze soweit vorbereitet und habe hier schon mal die Vibro 3 hier aufmontiert. Hier ist sie. Und zwar habe ich die so montiert, dass einmal hier der Steckkontakt noch rankommt und hier sehen wir auch den kleinen braunen Knopf. Den brauchen wir nämlich dann zur Programmierung. Hier müssen wir auch ran, weil hier müssen wir auch noch an den Kabelbaum, da müssen wir ein paar Kabel anlöten, weil hier sehen wir einige Kabel, die müssen jetzt hier alle untergebracht werden und mit dem Kabelbaum entsprechend verbunden werden. Wir haben hier auch schon Kabel durchgezogen. Das ist hier einmal die Stromleitung und hier einmal das Vernetzungskabel. Die drei, die kommen von oben nach unten. Warum? Weil wir hier oben unter den Armaturen auch ein bisschen was verbauen müssen. Und zwar muss hier oben verbaut werden einmal der Profinder wegen der integrierten GPS-Antenne, die hier sitzt. So müssen wir denn hier unten da drunter, wo mein Finger gerade drunter zeigt, unten drunter verbauen, damit er auch gut Kontakt hat und auch immer seine GPS-Daten kriegt, um die Ortung auch zu gewährleisten. Dann haben wir hier noch das Vernetzungsmodul, wo hier verbaut wird, damit die ganzen Geräte zueinander finden und miteinander kommunizieren können. Und wir auch, weil hier haben wir ja noch die Bluetooth am Profinder, die Bluetooth-Antenne, via Bluetooth-Antenne mit Vernetzungsmodul auf unsere Vibro 3 zugreifen können und die dann auch via Bluetooth scharf zu stellen, zu entschärfen und so weiter. Da kommen wir aber dann später nochmal drauf. Hier sehen wir am Profinder auch nochmal eine ganze Menge Kabel, die wir allerdings nicht benötigen, weil da gibt es noch etliche Optionen an dieser App, wo man nur Zusatzgeräte ansteuern kann, alle möglichen Varianten, wobei wir uns damit jetzt gar nicht so groß aufhalten. Das Vernetzungsmodul wird hier hinter der Tachoeinheit verbaut, damit man, wenn man mal ran muss, damit es auch ein bisschen zugänglich ist. Und ansonsten haben wir dann hier schon mal die Komponenten dementsprechend. Das ist sozusagen das Herzstück. Dann, wenn alles verkabelt ist, wird der Sicherungskasten hier wieder nach oben wieder fest montiert, dementsprechend, damit die Vibro gut versteckt ist. Dann haben wir hier die Magnetkontakte, wo dementsprechend an alle zu sichernden Öffnungen, Fenster, Türen, Klappen, wo man das halt alles haben möchte, je nach Ausstattung, kann man die anbringen. Und die müssen wir dann dementsprechend auch hier mit dem Knopf dann programmieren, um auch der Vibro zu sagen, hallo, hier ist noch ein Kontakt, den bitte noch mit und den bitte noch mit. Dann wird das Ganze natürlich auch an der Zentralverriegelung angeschlossen, ist ja ganz klar, damit es auch noch funktioniert. Und zu guter Letzt kommt dann auch noch, das zeige ich euch dann im nächsten Schritt, ein Gaswanner mit angebracht, den verbauen wir auch noch, damit die Anlage ja wirklich komplett ist. Bei Frida Mobil werden alle Fenster gesichert, damit es wirklich safe ist und einbruchsicher ist, das Fahrzeug. Und auch sofort auslöst, die Wegfahrsperre auslöst, so wie irgendwas ist. Und auch die Herrschaften, sprich die Damen und auch Kunden, die das für sich entscheiden, so zu machen, dann auf dem Handy sofort eine Nachricht bekommen. Und dass man dann sofort sieht, hoppla, da ist irgendwas, da stimmt was nicht. Macht natürlich Sinn, gerade wenn man im Ausland ist. Oder wenn man irgendwo anders sich betrifft, auch innerhalb Deutschland, dass man da sofort benachrichtigt wird. So, jetzt fange ich mal weiter an mit der Verkabelung und ich hole euch dann wieder dazu, wenn ich ein Stück weiter bin. Um noch was zu zeigen, haben wir hier jetzt schon mal so eine Verbindung. Wir machen das hier via Lötstellen, also sprich, wir verlöten die Kabel. Zum einen im Kfz-Bereich sicherer, kontaktsicherer, gerade bei der Alarmanlage, da dürfen natürlich kein Wackelkontakt und nichts sein. Und so Klemmen,
sind da immer ein bisschen fraglich. Also ich bin da immer jemand, der lieber sagt, komm, wir verlöten die Kabel sauber, anständig, litzen die auf, zwirbeln die zusammen und lassen da Lötzinn drüber, anständiger Schrumpfschlauch drum und dann ist das Thema gegessen und dann ist es sauber und schaut ordentlich aus. Und in dem Sinn mache ich das jetzt mal und wenn ihr das dann erledigt habt, hole ich euch wieder dazu. In dem Sinn, bis gleich. So, ich darf euch jetzt schon mal an der Stelle dazwischen holen. Ihr seht, hier litzen wir das Kabel so ein bisschen an. Muss man natürlich ganz vorsichtig machen, damit man das Kabel selber nicht beschädigt. Und wir kürzen natürlich auch hier die Längen dementsprechend ab, um dass man dann die richtige Stelle hier, na, komm her, hier anlöten. Die löten wir jetzt hier drauf. Und verriegeln, also sprich machen wir dann einen Schrumpfschlauch drüber und passen das wieder sauber an, um dass das dann wieder sauber ist und wieder schön dicht ist und dann kommt das Ganze wieder dahin. Was man auch noch beachten muss, ist natürlich, da gibt es ja die tollen Anleitungen dazu, dass man natürlich die Pins auch richtig rauszählt. Weil man kann es ein bisschen schlecht lesen und man darf sie natürlich nicht verzählen. Das sind jetzt hier 60 Pin, jetzt brauche ich den Pin 26. Da rät sich auch immer lieber zweimal nachzählen, damit man auch wirklich den richtigen hat. Nicht, dass man die falschen Signale andockt und dann gibt es irgendwelche Fehlermeldungen. Und wenn wir die ganzen Kabel hier so gekürzt und angelötet haben, dann ist der ganze Wust hier, der hier ellenlang ist, also ihr seht, wie lang die sind, dementsprechend gekürzt und sauber verdrahtet sind, dann schrauben wir das Ganze wieder zusammen. Und wie gesagt, da hole ich euch dann auch gleich wieder dazu. Bis gleich. So, hier haben wir jetzt mal den ersten Schritt. Da haben wir mal das erste Kabel. Ihr seht, so schaut es dann aus. Sauber verlötet. Kann jetzt überhaupt nichts mehr passieren. Ist es scharf? Ja, genau. Das ist eine schöne, saubere Lötstelle. Und jetzt ziehen wir den Schrumpfschlauch ein bisschen einknicken drüber. Und danach, nach dem Schrumpfschlauch, kommt nur ein kleines Isolierband drüber. Und dann ist das top isoliert. Und dann passiert hier gar nichts mehr. Und dann wenn Erschütterungen da sind, weil das ist genau der Punkt, warum ich im Kfz gern löte, weil hier Erschütterungen kommen können, wie sie wollen. Da geht keine Schraube auf, da passiert nichts. Es ist einfach safe. Ich hoffe, das ist zu erkennen alles. Genau. Und dann wird es dementsprechend gemacht. Haben wir auch hier so Speziallötkolben, damit es eben sauber alles funktioniert. So, dann machen wir weiter. Ich habe euch jetzt mal ein Kabel gezeigt. Ich zeige euch jetzt nicht alle Kabel um die Arbeitsschritte hier, weil das wäre tödlich langweilig auf so einer Länge vom Film. Also ich mache jetzt das mal so weiter und dann hole ich euch wieder dazu. Bis gleich. So, nun ist das Werk vollbracht. Jetzt ist die Anlage gar verbaut. Ihr seht, ich habe jetzt hier schon mal wieder die Blende hingemacht. Wir haben hier die LED-Diode, die anzeigt, ob und wie die Anlage scharf oder nicht scharf ist. Jetzt kommt dann hier noch die Lenkradverkleidung hin. Und hier oben können wir jetzt mal sehen, wie das hier verbaut ist. Hier haben wir, das Vernetzungsmodul. Und versuche ich mal dahinter zu kommen. Ich hoffe, ihr seht es. Hier genau, da blinkt das Licht. Das ist jetzt der Profinder, den haben wir da drunter gebaut. Die Kabel schön zusammengebunden, die zwickt man natürlich nicht ab. Kann ja optional sein, dass nochmal was angeschlossen werden muss. Und der Profinder ist jetzt genau hier unter diesen Armaturen, damit die GPS-Antenne hier durch die Windschutzscheibe sauberen Empfang hat. Und so ist jetzt das verbaut. Jetzt machen wir da oben alles wieder dicht. Ich habe jetzt gerade schon alles programmiert. Ich kann es euch jetzt auch mal kurz vorführen. Mal, brauchen wir mal einen Schlüssel. Ich habe die jetzt so eingestellt, damit die natürlich hier mit dem Zündschlüssel funktioniert. Also wir machen jetzt einmal zu, machen jetzt die Anlage scharf. Und jetzt sehen wir hier drin, geht jetzt nicht mit dem Licht, glaube ich, oder? Na, sieht man jetzt nicht, mal gucken, sieht man es von hier. Da blinkt jetzt die, ja genau, hier, ne? Jetzt bringt die rote LED, das heißt Anlage ist scharf. Wenn ich jetzt mit dem Schlüssel aufsperren würde, würde die auch losgehen, weil ich jetzt natürlich sofort Alarm auslöse, ganz klar. Das darf man natürlich nicht machen. Und genauso haben wir jetzt hier die Fenster,
gemacht, das sehen wir auch hier gleich. Hier haben wir die ganzen Kontakte verbaut an alle Fenster. Und wenn man die natürlich aufmacht, auch das große Dachhegel, wird auch die Anlage sofort losgehen. Jo, in diesem Sinn haben wir alles fertig. Jetzt machen wir hier nur alles zu sauber, den Deckel nur zu und alles nur fix und fertig. Putzen das alles nur raus und dann kommt das Fahrzeug raus, weil ich morgen eine größere Baustelle habe mit unserem großen Deadlifts, wo wir draußen stehen haben. Aber da verrate ich noch nicht so viel. Da verbauen wir Algo-Hubstützen, die HY4 mit automatischer Wiegefunktion. Und da werde ich euch auf alle Fälle auch ein schönes Video drüber machen. In diesem Sinn wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend und bleibt mal alle gesund. Und ja, wir sehen uns und hören uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ein Like würde mir natürlich wie immer gefallen. Ganz lieben Dank. Bis bald. Ciao, ciao.